Hi und willkommen in einer weiteren Folge zum Thema natürlich gesund schlafen. Wir schauen uns jetzt einmal die Biochemie deines Schlafes an. Och nö, nicht Biochemie. Das habe ich in der Schule schon nicht gemocht. Glaub mir, es lohnt sich dran zu bleiben. Weil in den einzelnen Etappen zum Melatonin, deinem Schlafhormon, liegen die ein oder andere Tücke. Und wenn du die Biochemie des Schlafes verstehst, dann wirst du auch wissen, wie du besser schlafen wirst. Ich wünsche dir viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Wenn du dir also die Biochemie deines Schlafes einmal anschaust, dann wirst du da bereits mögliche Ursachen für die Entstehung von Schlafproblemen wiederfinden. Schlaf ist zum einen sehr abhängig von deiner Ernährung, also welche Baustoffe gibst du ihm, und er ist lichtempfindlich. Es wird noch eine Folge zum Thema Schlaf und Licht bzw. Biorhythmus geben. Das Ziel ist es, Melatonin herzustellen, deinem Schlafhormon. Was brauchst du also alles, um Melatonin herzustellen? Als erstes brauchst du L-Tryptophan. L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, das bedeutet, du musst sie über deine Nahrung zu dir nehmen, da dein Körper sie nicht selber bilden kann. Nochmal, du musst L-Tryptophan über deine Nahrung zu dir führen. Sehr gute Quellen sind hier zum Beispiel fermentierter Soja, also in Form von Tempeh, ist auch wesentlich bekömmlicher. Thunfisch, Cashews, ungesüßtes Kakaopulver, Eier, Walnüsse, Kürbiskerne, Spirulina, Amaranth und Buchweizen. Hülsenfrüchte und Pseudogetreide entsprechend einweichen und kochen. Wenn du gänzlich zu wenig Eiweiß zu dir nehmen solltest, besteht ein Risiko, dass du zu wenig der essentiellen Aminosäure L-Tryptophan zu dir führst und deinen Körper entsprechend kompensieren musst. Und das merkst du gegebenenfalls an deiner Schlafqualität. Wenn du also diese genannten Lebensmittel in deine Ernährung integrierst und regelmäßig verzehrst, dann hast du schon mal geringe Chancen, zu wenig L-Tryptophan zu bekommen. Die nächste Stufe nach L-Tryptophan ist 5-HTP, auch 5-Hydroxytryptophan genannt. Für die Umwandlung benötigst du auch wiederum bestimmte Bestandteile aus deiner Nahrung. Folsäure, Vitamin C und Magnesium sind hier essentiell für die Umwandlung. Folsäure oder Vitamin B9 findest du in Hefeflocken, Kalbs- und Geflügelleber, Linsen, Eigelb, Petersilie und Kresse. Vitamin C findest du in Zitrusfrüchten, Acerola-Beeren, Hagebutten, Grünkohl, Rosenkohl und im rohen Sauerkraut. Also fermentieren ist auch hier wieder ein guter Tipp für mehr Vitamin C. Magnesium, zum Beispiel in Kakao, Nüsse, Haferflocken, Linsen, Spinat, Lauch, Brokkoli, getrocknete Früchte. All diese Dinge sind notwendig, damit du 5-HTP herstellen kannst. Wenn diese Umwandlung gelungen ist, dann haben wir 5-HTP. Und 5-HTP ist eine Vorstufe auf dem Weg zum Melatonin und vorher haben wir noch Serotonin. Das kennst du als dein Glückshormon. 5-HTP erhöht zum einen das Serotonin in deinem Gehirn und ist am Glücksempfinden verantwortlich. Gleichzeitig reguliert 5-HTP auch deinen Appetit. Du kannst 5-HTP auch essen. In diesem Zusammenhang ist der Samen der afrikanischen Schwarzbohne, Griffonia simplicifolia, bekannt geworden. Aus diesem Grund gibt es auch verschiedene Nahrungsergänzungen, die zum Beispiel diesen Inhaltsstoff von der afrikanischen Schwarzbohne enthält. Aber auch in Bananen findest du 5-HTP.
Die Einnahme von 5 HTP hat einen direkten Einfluss auf das Glückshormon und auf dein Neurotransmitter Serotonin. Ich selber habe verschiedene Experimente mit 5 HTP bezüglich meines Schlafes gemacht. Eine typische Dosis von 5 HTP liegt so im Bereich zwischen 300 bis 500 Milligramm. Man kann das in einzelnen Dosen nehmen, aber auch verteilt. An dieser Stelle möchte ich schon einmal sagen, wenn du einen schlechten Schlaf hast, hast du keinen Mangel an Nahrungsergänzungsmitteln. Ich habe das im Zuge, ich mache immer wieder Experimente mit Nootropika, mit Nahrungsergänzungsmitteln, um zu schauen, wie ist die Wirkung bei mir und wie schaut das dann aus, wenn zum Beispiel Klienten oder Seminarteilnehmer ähnliche Beschwerden haben. Dann wird eine ausführliche Anamnese gemacht, gegebenenfalls auch Blutbilder und dann wird interveniert. 5 HTP darf auch nicht mit Neuropharmaka oder Antidepressiva oder irgendwelche anderen Medikamente, die in die Richtung gehen, eingenommen werden. Um aus 5 HTP jetzt Serotonin herzustellen, bedarf es auch wieder verschiedene Bestandteile aus deiner Nahrung. Zum Beispiel Vitamin B6, Zink und Omega-3. Vitamin B6 findest du in Innereien wie Rinderleber, aber auch in Fisch wie Sardinen, Makrelen, in Avocado, Bananen, Kohl, grüne Bohnen, Linsen, Hefe und Nüsse. Zink findest du in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Innereien, Austern, Haferflocken und Nüssen. Und Omega-3, die beste Quelle ist noch immer Fisch, Krill und Algen, beziehungsweise dann auch Leinsamen und Walnüsse. Zum Thema Omega-3 wird es nochmal eine größere Podcast-Folge oder Folgen geben, um dir hier die Details und Hintergründe von Omega-3 zu geben. Und schwupps, schon sind wir bei einem wichtigen Zwischenschritt zur Bildung zu Melatonin, deinem Schlafhormon. Wir sind bei Serotonin oder auch 5-Hydroxytryptamin angelangt. Serotonin wirkt in deinem Körper als Hormon und als ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff. Seinen Namen Serotonin hat es von der Wirkung auf deinen Blutdruck. Als Bestandteil des Serums, des Blutes, reguliert es die Spannung, also den Tonus deiner Blutgefäße. Serotonin wirkt unter anderem auf deine Magen-Darm-Tätigkeit, deinen Schlaf-Wach-Zyklus, deinen Hunger und Appetit, deine Körpertemperatur, dein Schmerzempfinden und, sehr bekannt natürlich, deine Stimmung. Ein Mangel, aber auch ein Überschuss ist nicht sonderlich cool für deinen Körper. Depressionen, Süchte, Migräne und Reizdarm können eine Dysfunktion von Serotonin hinweisen. 95% deines Serotonins sind in der Schleimhaut des Magen-Darm-Trakts gespeichert. Also besonders auch in deinem Darm. Hast du ein Darmproblem, schließe bitte eine Störung im Serotoninhaushalt nicht aus. Auch kannst du Serotonin natürlich auch wieder essen. Zum Beispiel in Walnüssen, Bananen, Kakao und in Pflaumen findest du sehr viel Serotonin. Die tägliche Dosis Sonne spielt auch hier eine wichtige Rolle, da Vitamin D positive Wirkung zum einen auf deine Stimmung und gleichzeitig natürlich auch auf Serotonin hat. Im Übrigen hier auch ein kleiner Tipp, der ist nicht von mir, sondern von Vera Birkenbiel. Beim Lachen schüttest du auch Serotonin aus. Wenn dir mal nicht zum Lachen ist oder dich ärgert jemand, reiß die Mundwinkel hoch. Egal, ob du das lustig findest oder nicht. Alleine schon das nach oben ziehen der Mundwinkel stimuliert dein Gehirn auf, ui, ist irgendwas komisch? Na dann bilde ich mal Serotonin. Und wenn du das 30 Sekunden bis eine Minute lang machst, hast du schon mehr Serotonin, als wenn du so traurig oder missmutig durch die Gegend läufst. Es fehlt jetzt eine letzte Umwandlung von Serotonin zu Melatonin, deinem Schlafhormon. Von der Umwandlung von Serotonin in Melatonin benötigst du auch wieder natürlich verschiedene Bestandteile aus der Nahrung. Die kennst du schon, und zwar Vitamin B6, Zink und Omega-3. Das sind die gleichen, die du entsprechend auch bei der Umwandlung von 5 HTP zu Serotonin benötigst. Wir sind also bei Melatonin jetzt angelangt. Melatonin hat ganz viele Einflüsse in deinem Körper. Es synchronisiert unter anderem deinen 24-Stunden-Biorhythmus. Es hat einen Einfluss auf deine Hormone. Es hat einen Einfluss auf deine Körpertemperatur und deinen Stoffwechsel. Ist dir also zu komischen Tageszeiten ständig kalt, behalte im Hintergrund, was ist mit deinem Melatonin.
Hast du die Lebensmittel auf dem Schirm, wie ich dir bisher erwähnte? Hast du entsprechend eine Schlafhygiene und einen ausreichenden Schlaf? Bist du Minimum 7 Stunden im Bett und schläfst? All das sind Faktoren, die für einen ausreichenden, gut funktionierenden Biorhythmus sprechen. Also nochmal zusammengefasst, Melatonin ist ein Botenstoff und auch gleichzeitig ein Antioxidant. Zum Thema Antioxidantien werde ich nochmal eine explizite Podcast-Folge machen, wie das Ganze funktioniert und was da gerne auch im Marketing für Schundlüder getrieben wird. Melatonin ist also wichtig für deinen gesunden Schlaf, für eine funktionierende antioxidative Abwehr gegen freie Radikale, wichtig für deinen Stoffwechsel und für die Regulierung deines Immunsystems. Am Anfang habe ich bereits schon erwähnt, dass dein Schlaf abhängig von deiner Ernährung ist, aber auch gleichzeitig vom Licht. Du hast Rezeptoren im Auge und in deiner Haut, zum Beispiel Melanopsin und Neuropsin, die den Anteil von Blaulicht im Licht messen. Und dieses synchronisiert deinen supraichmatischen Kern. Das ist der für deinen Biorhythmus und dieser regelt dann entsprechend, wie viel Melatonin muss wann gebildet werden. Hier kannst du Abhilfe schaffen, indem du nach Sonnenuntergang nicht mehr ins Smartphone, nicht mehr in den Fernseher, nicht in irgendwelche künstlichen Lichter reinschaust. Installiere dir zu Hause echte Glühbirnen. Du findest da zum Beispiel noch im Baumarkt welche. Das sind die kleinen für den Ofen. Die sind nicht sonderlich hell, aber sie leuchten und geben dir zumindest eine Orientierung in deinen Räumen. Du kannst eine Blueblocker-Brille dir besorgen. Du kannst dir eine Blueblocker-App installieren, zum Beispiel f.lux oder Twilight. Oder Apple hat auch Nightshift schon vorinstalliert. Ich empfehle dir eine Blueblocker-Brille, Kerzen am Abend und zeitig ins Bett gehen. Im Internet findet man dann auch noch so ein paar Tipps, wie zum Beispiel Sauerkirschsaft vorm Schlafengehen trinken. Weil ja, Sauerkirschen enthalten Melatonin, aber Saft ist für mich immer eine Leckerei. Das bedeutet, überleg mal, wie viel Sauerkirschen du erst sammeln müsstest, kauen müsstest, um 250 Milliliter Saft zusammenzubekommen. Also Saft ist in meinen Augen ein Irrglauben, dass das gesund sei. Deshalb teste erst einmal die natürlichen Möglichkeiten, deinen Schlaf zu optimieren. Wir werden hier noch ein paar einzelne Sachen auf dem Podcast definitiv besprechen. Aber hier für die Biochemie hoffe ich, dass du schon das eine oder andere mitnehmen konntest, was deine Ernährung angeht. Und natürlich dann auch zum Beispiel den Einfluss von Licht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, schlaf später gut, bis bald, dein Carsten. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.